Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und wir haben einen Fertigkeitenpunkt. Anscheinend. Tiefe Weisheit ist natürlich geil. Erhöhter Schaden. Fürst der Toten. Stimmt, wir sind ja so ein Totentyp. Ich würde erstmal hier hingehen, die tiefe Weisheit. Da machen wir auf jeden Fall mehr Schaden wahrscheinlich. Ah, das ist eine Sackgasse da oben. Und wir schauen mal weiter, was uns hier Schönes erwartet. Ich sag dazu nichts mehr, ne? Wir rennen hier von einer Sackgasse in die nächste. Ich frage mich, ob es hier weitergeht oder auch einfach nur im Kreis. Okay, wir sind sogar wieder am Eingang. Aber gut, da oben geht es anscheinend weiter. Diese kleine Ausbuchtung immer noch cool. Ich muss es einfach explodieren lassen. Das geht nicht anders. Warte mal, macht die hier Feuer? Wäre fast gestorben. Schock fürs Leben. Oh, meine Fresse, ey. Plattenschrott, nehmen wir mit. Ich sehe nur, wie diese ganze Lebensbar nach unten droppt und... Ah, Hilfe! Eine Ausgeburt. Tochter Mervale. Ja, eine neue Bestie. Schnitzmesser. Und Gammelmana-Fläschchen. Lidianfresser. Ich glaube, den müssen wir noch. Tötet den doch nicht so sch. Oh. Okay, den müssen wir nicht. Aber wir fangen natürlich gerne für ein paar. Wow! Warte, sind die da reingelaufen und dann hat er das. Okay. So, wir nehmen noch mal ein paar mit. Jo, tschüss, Digga. Ups. Ich hab's gefangen. Warum? Aber das ist jetzt doof. Hahaha, da seid ihr gestorben. So fühlt sich das an, meine Freunde. So, ich beschwöre mal schnell meine Zombie-Armee hier. Ich töte hier noch was. Ein Felsbrocken, cool. So. Meine Zombies, wir können weitergehen. Trübsinniger irgendwas. Ahaha, wir haben's gefangen. Aber wir sind so gut, ey. Wir sind richtig sinnvoll für den Typen hier. Prepared of the end? Ja, auf jeden Fall. Ich bin super vorbereitet. Diese komischen Geister hier, die sind viel gruseliger als das ganze Spiel überhaupt. Was glitzert denn hier? Hier liegt Geld und ich kann es nicht mitnehmen. Hier liegt noch mehr. Lol.
sie durch das Rhein. Hier sind Reichtümer und die Frau geht da vorbei. Ist so echt. Ist kein Problem, wir machen die. Kannst du mich, kannst du bitte nicht meine Leute umbringen? Ach, die beschwört so Schwerter, die mich angreifen. Die ist ja nicht schlecht drauf, die Alte. Fuck, Alter. Kann dieses Schwert mich mal bitte in Ruhe lassen? Kann die Alte mich mal bitte in Ruhe lassen? Da bist du gestorben, was? Ich kann nur Bässchen einfangen, erzähl mir keinen. Oh, sie besorgt Nachschub für mich. Das ist aber nett von ihr. So. Yes. Ha. Könnt ihr mal sehen. Lederschuppenstiefel. Nein. Okay, ich habe wirklich genug bei mir. Ja. Ne? Fragt mich, wenn ihr Profi braucht. Ich wollte gerade T für Teleport drücken, aber das geht hier ja nicht. So. Ich muss nämlich jetzt zurückgehen und mein ganzes Inventar hier nochmal lassen. Weil da liegen mir leider noch zu. Ist leider noch zu viel Loot. So. Schnitzmesser. Oh, Schuhe. Lederschuppenstiefel. Aber unsere sind irgendwie besser, ne? Ausweichen, Kälte, Blitzwiderstand. Das Schwert sieht ja geil aus, so dieser Stab. Damn me. Nein, verkaufen, mein Freund. Ich habe da was für dich, Digga. Kann ja schon mit irgendwelchen Leuten wieder reden. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück und hole den restlichen Loot und dann können wir reden. Erstmal muss man looten, bevor man reden kann. Das ist schon eine alte Weisheit, die es schon seit Jahren gibt. Ups, den wollte ich nicht. Wo ist denn das ganze Gold hin? Duresso gave me the gem, kissed me, promised that he would be by my side forever. I sang for him. I sang for Oriath with his gem at my throat. Kalisa's gem. Kalisa's voice. I sang in her echo, performing arias that had once made the Empire weep. I listened to Kalisa's lullabies in my dreams. I gave myself to her music, mind and body. Duresso left me for Sarn with a promise to free me from Kalisa. I begged him not to go, tried to show him the wonder of my transformation, the beautiful daughters he would soon meet. He couldn't see. None of them could see. I fled from their hatred. When Duresso returns, I will cast his cure away. I will teach him what true love is. Na, es hat ja gut funktioniert. Okay. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was von den... Okay, das eine Teil da mit dem... Meine letzte Rolle. So, ich will Ausrufezeichen.
Ausgang des Verstecks ist nun offen. Sag bloß. Aber wir haben überall eigentlich schon bessere Sachen, so weil wir ja irgendwie Sachen aufgewertet haben. Stay sharp out there. Aber es schadet ja nicht, die Sachen hier zu lassen. So. Halt, stopp. Nessa. Still, you've delivered this coast from the terrors that long held sway here. We may now find some respite, and that's more than any of us could have hoped for. But please, consider this. What have you become when even nightmares fear you? While we live... Quite the lady killer, aren't you? That singing squid didn't stand a chance. You singende Tintenfischchen. Pirates notwithstanding. I thank you on behalf of all the fallen brethren of the waves. Now that the final cadence has been played, no one need remember Mervale's song. Ja, ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. So. Das ist nun offen, weil... Okay. Dann gehen wir doch mal zurück und durch dieses Tor da. Der Südwald. Das sieht gleich schon etwas freundlicher aus. Ach, Natur ist das schön. It's nice to see there's still some life in this twitching corpse of the continent. Blutaffen. Ja, wir haben einen Blutaffen gefangen. Eine Stammestruhe. Dornenkobra. Wir haben noch ein Viech gefangen. Holy shit! Ich wollte eigentlich diesen einen da fangen, der da noch, der dicke Orang-Utan da, aber ich habe nur so einen kleinen Schimpansen gefangen. Was soll's. Er sieht so schön hier aus. Aber sogar mit Wasser. Okay, den haben wir schon mal nicht gekriegt. Leg dich mit meiner Armee der Untoten an. Lappen. So. Haariger Gestank. Jagdkriegsbeil. Wir nehmen so eine Rolle nochmal mit. Ja, wir sollen die vorher schwächen, ich weiß. Ich liebe diese Eisexplosion, ey. Sachen explodieren lassen. Da, der Stammesführer. Ja, man legt sich halt nicht mit mir an. Sag ich ja immer wieder.
Oh, eine Portalrolle. Hutaffe. Mein Freund, so nicht. Ich habe ein Level up anscheinend. Muss hier noch mal kurz zu Ende laufen. Ich drücke immer 10. Nein, ich... Was? Neues Rezept freigeschaltet. Fertigt oder verändert seltene Intelligenzhandschuhe mit Kältewiderstand. Okay. Greetings, Survivor. Ich finde, wenn wir für ihn hier die ganze Arbeit machen, sollten wir die einfachen Netze umsonst bekommen. See you. Was denn? Ach, der Wegpunkt. Da. Gehen wir noch mal kurz zurück. Und hier Zeug bekommen, das können wir schon mal hier lassen. Still alive, are we? Stay sharp out there. So. Und ab jetzt nehme ich nur noch gelbe Teile mit. Und sonst rennen wir jetzt durch und töten alles. Huch. So, dann schauen wir mal. Achso, ich wollte mich ja level upen hier. So. Mehr Zauberschaden. Das ist auch nicht schlecht, ne, wenn wir hier in diese Richtung kommen. Für die Zombies. Ja, ich meine, mehr Intelligenz kann man immer gebrauchen. Wir lassen hier alles liegen und gehen mal tiefer in den Wald rein. Das ist immer eine gute Idee. So. Oh. Gibt's ja richtig Zeug. Das Schöne ist, man sieht schon, wo man war. Ohne auf die Karte zu gucken. Sackgasse. Ich möchte auf jeden Fall alles gesehen haben von der Map. Weil wer weiß, was es hier noch gibt. Wie zum Beispiel das Viech. Nein, jetzt habe ich nur so einen Blutaffen. Achso, ich wollte ja keine blauen mehr einsammeln. Erinnere ich mich natürlich noch dran. Egal, behalten wir erstmal. So, dann müssen wir jetzt noch da oben weiterlatschen. Und da ist nämlich auch anscheinend schon so eine Tür, wo wir dann irgendwie ins nächste Gebiet vielleicht kommen. Und hoffentlich ist da auch ein Waldlager. Geil. Ein Wegpunkt. Nice. Ja, so muss das. Perfekt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben.
Und damit ciao und bis zum nächsten Part.